Hallo und herzlich willkommen bei Koch mal schnell. Heute möchte ich euch meine leckere Hack-Paprikasuppe mit Schafskäse vorstellen und zwar umgesetzt auf die Cook for Me leckeres Rezept. Schaut es euch an, ich hoffe es gefällt euch. Alle Zutaten liegen bereit. Wir brauchen für die Hack-Paprikasuppe heute eine Cook for Me Paprika, zwei rote Paprika habe ich hier rausgelegt. Wir brauchen außerdem Frühlingszwiebeln. Ich nehme hier einen ganzen Bund, möglicherweise reicht auch die Hälfte, aber ich mag die Frühlingszwiebeln ganz gerne. Wir brauchen Schnittlauch, das werden wir gleich zusammen mit dem Knoblauch hier noch ein bisschen bearbeiten. An festen Bestandteilen außerdem Hack, ich habe hier Rinderhack genommen, ihr könnt auch halb und halb nehmen, aber ich mag Rinderhack immer lieber. Dann brauchen wir Schafskäse, den ich hier habe, den wir verarbeiten werden. Ja, was haben wir noch an festen Bestandteilen? Hier einen Frischkäse und zwar Paprika Chili, der den Geschmack der Paprika ganz prima unterstützt, aber auch schon scharf ist. Also wer es nicht scharf mag, überhaupt nicht scharf mag, der nimmt einen normalen Frischkäse und kann eventuell ein bisschen hinterher nachwürzen. Wir brauchen Eiwar, ne, diese Paprika-Zubereitung hier, die milde Variante, nicht die scharfe. Wir brauchen an Gewürzen Paprika edelsüß, Paprika rosenscharf und Mehl. Alle genauen Mengenangaben wie immer in der Infobox. Ja, was haben wir noch? Gewürze, am Ende Pfeffer und Salz möglicherweise. Dann brauchen wir Brühe. Ich habe hier eine Gemüsebrühe genommen. Ihr könnt aber auch eine Rinderbrühe nehmen, das passt auch gut. Und wir brauchen so ein bisschen Olivenöl zum Anbraten vom Gemüse und vom Hack. Und das war's auch schon. Und dann kann ich loslegen. Zunächst entkerne ich erstmal die Paprika. Ganz einfach und dann wird die Paprika in nicht so kleine Stücke geschnitten. Danach geht es weiter mit der Frühlingszwiebel, die schneiden wir in kleine Röllchen und auch hier den Knoblauch pellen klein hacken, mehr müssen wir gar nicht machen. Und ganz zum Schluss wollen wir noch den Schnittlauch in kleine Röllchen schneiden. Da stellen wir die Cook for Me an, die piepst ja dann so ein bisschen und wir wollen jetzt hier manuell arbeiten. Deswegen seht ihr jetzt hier manuell, das wählen wir zunächst mal mit diesem kleinen Drehrädchen hier aus und heizen die Cook for Me vor. Wir wollen nicht garen unter Druck, sondern das heißt hier klassisches Garen. Und wenn ihr da drauf drückt, dann seht ihr, gibt es drei Stufen. Da ganz rechts rüber findet ihr jetzt Braten und das bestätigen wir jetzt einfach. Ja, und dann heizt sie vor und meldet sich, wenn sie aufgeheizt ist. Und das geht dann relativ schnell. Jetzt will sie Zutaten haben. Als erstes geben wir mal in den Topf Olivenöl. Nicht ganz so heiß machen, das darf nicht rauchen, Olivenöl. Und dann braten wir als erstes mal hier in dem bisschen Olivenöl, das ist ja nicht viel, was wir hier verwendet haben, das Hack an. Und die Cook for Me macht ordentlich Power, also die hat schon richtig Kraft. Das geht auch relativ schnell. Ich habe es nicht gestoppt hier, aber es alles krümelig war, vielleicht 10 Minuten. Also viel länger hat es nicht gedauert, aber krümelig sollte es eben sein. Und wenn es dann soweit ist, zwischendurch gebe ich von dem Gewürz Paprika edelsüß und rosenscharf schon mal die Hälfte rein. Die andere Hälfte brauchen wir nachher noch, also noch nicht alles reingeben. Und die Masse hier schmecke ich auch dann ab mit Pfeffer und mit Salz. Wo ich ordentlich die Masse verträgt, ordentlich was am Hack ist ja sonst noch nichts dran. Also beides ordentlich Pfeffer und Salz. Ihr könnt auch gerne probieren zwischendurch, wenn ihr euch nicht sicher seid. Dann rühre ich alles nochmal gut durch, damit Paprika, Pfeffer, Salz sich gut entfalten können, das Aroma gut aufs Hackfleisch übertragen hier. Und danach gucke ich, ihr seht hier, wenn das krümelig von der Kelle hier fällt, dann ist es auch fertig. Dann habt ihr auch fast keine Flüssigkeit mehr, so soll es sein. Und jetzt gebe ich die Frühlingszwiebeln dazu. Und die Frühlingszwiebeln will ich nicht matschig haben, die will ich nicht weich haben. Ich möchte die nur mit angebraten haben, die sollen so ein bisschen auch schon den Geschmack aufnehmen von dem Hack. Also nicht so richtig matschig werden, nicht so richtig weich werden, sondern die sollen Biss haben. Wir werden nachher sehen, wenn die Suppe fertig ist, das ist eine wundervolle Kombination. Und wenn ihr zwischendurch mal guckt, dann seht ihr, die Frühlingszwiebel wird dann so ein bisschen blasser und wird auch weicher und dann reicht es auch. Dann nehmen wir die Frühlingszwiebel-Hackmasse raus und stellen die erstmal zur Seite. Und den Topf müssen wir natürlich sauber machen. Ne? Dann geben wir in den Topf jetzt gleich wieder einen Schuss Olivenöl und weiter geht's. Jetzt braten wir hier in dem Topf unser Paprika an. Und die wollen wir jetzt schon ein bisschen weicher haben. Das wird geschätzt 5 bis 10 Minuten wahrscheinlich dauern.
bis die Paprika richtig weich sind. Schon, die müssen nicht matschig sein, aber weich sollten sie schon sein. Immer zwischendurch mal testen, mal ein bisschen gucken. Und dann gebe ich meinen Knoblauch dazu, aber nur ganz zum Schluss, um es ein bisschen mitzudünsten, mitzubraten. Denn Knoblauch wird sonst bitter. Ihr merkt das, wenn der Knoblauch Aroma entfaltet, der fängt dann tatsächlich an zu riechen. Also in dem Moment merkt ihr, der ist dann auch soweit. Nicht mehr länger, sonst wird er wirklich schwarz. Und jetzt können wir auch weitermachen. Ihr seht das hier, wenn ihr es auf die Kelle nehmt, der wird dann auch so ein bisschen glasig schon. Reicht. Also nicht länger braten. Nächster Schritt, Mehl. Und jetzt will ich die Paprika so ein bisschen abbinden mit dem Mehl. Die rühren wir jetzt so lange, bis das Mehl fast nicht mehr zu sehen ist und die Paprika hier das Mehl aufgenommen haben. Das Mehl ist dafür da, um nachher die Suppe zu binden. Die soll ja auch so ein bisschen sämig werden. Es soll ja eine etwas dickflüssigere Suppe werden. Wenn das geschafft ist, dann kommt hier der Frischkäse, den ich dazugebe. Und als nächstes gibt es dann auch gleich Eiweiß dazu. Und jetzt haben wir ja noch den Schafskäse und jetzt nehme ich die Hälfte von meinem Schafskäse und den bröckel ich mit der Hand einfach so rein, also nur die Hälfte. Die andere Hälfte brauchen wir nachher noch zum Garnieren. Die bröckel ich so freihändig einfach in den Topf und ihr erinnert euch, wir haben noch ein bisschen über Paprika, edelsüß, Paprika, Rosenscharf. Das kommt jetzt auch in die Masse und auch diese Masse pfeffer ich nochmal und salze sie nochmal. Ja, mit Salz vielleicht ein bisschen vorsichtig, in der Brühe ist Salz, im Käse ist Salz, aber das war eigentlich okay. Und dann sind wir auch fast fertig, denn jetzt kommt als letztes noch die Brühe hinzu. Und wenn wir die Brühe drin haben, dann mischen wir das Ganze nochmal ordentlich. Und dann können wir den Topf auch tatsächlich schließen. Jetzt kommt die zweite Phase und ihr seht, dann leckert sie immer. Also Deckel öffnen, nein, wollen wir nicht. Wir brechen das Braten jetzt hier ab. Ja, das wollen wir abbrechen und gehen jetzt über zum Garen unter Druck. Und das machen wir auch hier und 10 Minuten sind schon vorgegeben. Die könnt ihr auch nehmen, die passen ganz genau hier, das ist schon okay. Die bestätigen wir und wir wollen auch sofort starten, bestätigen und als nächstes dampft sie ab und dann sind wir auch schon fertig. Und dann können wir auch schon den Deckel aufmachen und können jetzt mal gucken, wie unsere Suppe aussieht. Ja, ne, schon lecker, riecht auch schon ganz wundervoll nach Paprika und die püriere ich jetzt. Achtung, ich habe nur einen Pürierstab vorne Metall, macht euch nicht den Topf kaputt. Denn der ist beschichtet, also nicht groß rumrühren unten, sondern immer vorsichtig ein bisschen über dem Boden bleiben, bis ihr dann die Paprikasuppe auch wirklich vollständig püriert habt. Und jetzt gebe ich mein Gehacktes zurück mit den Frühlingszwiebeln, sozusagen als Einlage in meine Suppe. Und dann haben wir die Suppe eigentlich auch schon fertig. Jetzt mache ich nochmal den Deckel zu, nachdem ich das hier alles gut durchgemischt habe. Und wenn ihr mögt, müsst ihr eigentlich nicht unbedingt, ich habe es nochmal gemacht, könnt ihr nochmal 5 Minuten erhitzen. Eigentlich ist die Suppe aber auch heiß genug und dann können wir auch schon gucken, ob es tatsächlich geklappt hat. Ja, ihr seht, die Suppe hat, finde ich jedenfalls, genau die richtige Konsistenz. Sie ist nicht zu dick, nicht zu dünn. Wer sie dicker mag, nimmt noch ein bisschen Mehl. Ich gebe jetzt zum Garnieren noch ein bisschen gebröselten Schafskäse oben in die Mitte. Das passt nochmal sehr gut jetzt hinterher als Garnitur. Und zum Abschluss gibt es natürlich jetzt noch Schnittlauch für die Farbe, aber auch für den Geschmack zu der Hack-Paprikasuppe mit Schafskäse. Und ihr seht, ich finde, optisch ist das schon mal gelungen. Ja, und da wollen wir natürlich jetzt auch mal sehen, ob die Suppe auch tatsächlich schmeckt, ob es geklappt hat. Sie riecht jedenfalls ganz wunderbar, sehr intensiv nach Paprika. Das Hack jetzt als crunchy Einlage mit dabei. Und wenn man es probiert, oh herrlich, sensationell nach Paprika. Das Hack so als Einlage, wundervolle Garnitur, also man hat Biss, man hat was im Mund. Dazu der Schafskäse und als Kontrast so ein bisschen auch der Schnittlauch dazu. Eine wundervolle Geschmackskombination. Also, ich denke, hat geklappt. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen hoch und abonniert meinen Kanal. Und ansonsten, bis demnächst. Bye. Koch mal schnell.